Servus miteinander. Dieses Mal gibt es bei uns im Freilichtmuseum am Schliersee wieder mal was ganz was Besonderes. Wie viele Jahre schon gewesen, kennen die Zeitreisenden. Ich freue mich, weil das ist echt was Besonderes immer, weil das die Entwicklungsgeschichte eigentlich von uns auch ist. Und jetzt muss ich natürlich einmal gleich den Chef fragen von der ganzen Truppe. Was gibt's denn Neues? Also wir machen da die Zeitstraße, also von der Besiedlung her für den Schliersee. Wir fangen bei den Kelten hier an, gehen dann über Frühmittelalter bei Juvanen, Franken, ins Hochmittelalter, bis hin zum Kreuzritter und den Arzt von den Johanniterorten. Haben wir eigentlich alles dabei. Wir haben einen verarmten Adel, wir haben Städter vom Hochmittelalter, wir haben dann da alles dabei. Handwerker vom Bronzegießen bis dann Skriptorium. Wir haben ein hochmittelalterliches Buchskriptorium dann dabei und können die Leute alles ein bisschen anfassen, ausprobieren. Wir haben eine Ausgrabung da, wir haben römische Spiele da, also für jeden von klein bis groß alles dann aktiv erleben, Geschichte und Besiedlung vom Schliersee. Das ist der Wahnsinn, was da jetzt geboten wird und ich darf mich ganz neidisch freuen, auch natürlich für die ganzen Darsteller, dass die viele Besucher kriegen, weil die haben richtig Lust drauf, das alles zu erklären, wie unsere Geschichte eigentlich funktioniert hat in unserer Vergangenheit. Und das ist für Kinder und für Erwachsene ebenso eine richtig spannende Geschichte. Kommt vorbei, darf mich freuen. Also, pfiat euch.